Wir spielen Anno 1800, Reisezeit, neue Erweiterung und haben jetzt für Schmuck gesorgt, für Shampoo gesorgt, für gute Laune gesorgt und haben ganz viel kennengelernt hier bei der Reisezeit. Limonade. Eine Limonadenfabrik haben wir gebaut, aber noch nicht befüllt. Vorher schließen wir aber noch das Kapitelchen ab mit dem Schmuck, mit der Schmuckfabrik. Wir haben eine zweite gebaut hier vor Ort. Schauen wir uns mal an. Das ist diese hier. Also eine zweite Goldschmelze gebaut neben der. Es kommt jetzt auch genug an Gold. Das haben wir sichergestellt. Wir haben eine Produktion umgelagert. Wir hatten eben eine Chemiefabrik für Shampoo auf die Hauptinsel gestellt. Auf die Halbinsel nach Crown Falls. Das haben die jetzt umpositioniert hierhin, weil wir vor Ort mehr Produktivität haben durch das Kraftwerk und durch das Regionalministerium. Das haben wir drüben nicht. Dadurch mehr Produktionsboni durch den Strom, der hier produziert wird. Das heißt, wir haben jetzt hier das Shampoo stehen. Und das wird die zweite Chemiefabrik für die Limonade. Die wird auch nachgefragt. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir beim nächsten Stream an einem Anno Samstag dann wieder. Dann bringen wir hier Salpeter hin und Zitrusfrüchte und Zucker. Aber was wir vorher noch machen, alles mal anschauen, alles mal abchecken, Hotels anschauen, durch die Gegend laufen, uns ein bisschen feiern für das, was wir gemacht haben. Und vorher noch einen letzten Schritt machen rund um die Schmuckfabrik, nämlich sicherstellen, ob hier wirklich genug Perlen sind. Ob das echt reicht. Ich habe so das dumpfe Gefühl, vielleicht nicht. Ein Blick in die Diplomatie, überall noch die Nicht-Angriffspakte. Ja. Einmal überall einschleimen. Willst du mich zum Narren halten? Moment, mein Hörrohr. Aber ich sehe, Sie haben verstanden. Oh, wie selbstlos. Und raus. Aber sicher, einen habe ich noch. So, jetzt ein Blick über die Perlenproduktion weltweit. Und die ist geringfügig zu niedrig, mutmaßlich. Schauen wir mal, wo die überall herkommen. Ich glaube, die gesamte Perlenproduktion kommt von Takatuka-Land, wenn ich das richtig im Kopf habe. Perlen für Touris. Das ist diese Route hier, Takatuka-Land nach Highland. Dann gibt es hier noch die Captain Ephraim-Route von Takatuka-Land nach Zentrale. Und das hier ist von Zentrale aus nach Bullseye. Das ist ein bisschen Kraut und Rüben. Wir schauen mal, ob in Bullseye eventuell zu viele Perlen ankommen. Das wäre der Schritt Nummer 1. Das wäre hier vorne. Ein hervorragendes Geschäft. Gern geschehen, Madame Kaina. Wie viel liegt hier an Perlen rum? Oh, ist der. Unmengen! Okay, das ist schon mal ein klares Zeichen. Hier kommen zu viele an. Luftschiff. Luftschiff. Ja, habe ich doch gerade gesagt, Luftschiff. Ich sag Luftschiff, ich kicke ein Luftschiff an und da sagt ein Mann, total entschlossen, Luftschiff. Ich bin doch nicht doof, ich habe da Luftschiff gesagt gerade. Das ist ein seltsames Spiel hier. Wir laden einmal die Perlen ein. So viele wie geht. Und bringen die einmal rüber. Nach Highland. Dann... Druck im Kessel. Gehen wir einmal noch mal gucken, ob wir neue Inselanteile kaufen können. Und die Insel gehört wieder uns. Dann gehen wir hier hin, nach Takatuka-Land. Das ist die zentrale Verteilstation, Zentrale. Das ist Takatuka-Land und hier werden unfassbar viele Perlen produziert. In meiner Erinnerung ist es auch die einzige Perleninsel, die wir überhaupt haben. Das hat mir letztes Mal so schön hier ausgebaut. Stimmt. Oh, guck mal, das ist ein Bug. Das ist immer noch grün hier. Vom letzten Mal. Das ist ein Bug. Das bleibt grün. Oh nein. Wie hübsch haben wir das gemacht? Die Menschen lassen sie hochleben. Es sieht ja toll aus, aber dass die jetzt alles immer in grün ist, ich weiß ja nicht. Freundschaft kann alle Gräben überwinden. Abscheulich.
So, und dann haben wir noch einen freien Strand. Der ist hier vorne. Und im Pflaster wird es auch noch voll mit Perlen. Für jede, wir brauchen jeweils 50 Jornaleros. Autsch, wir haben nur noch 110. Zwei kann man hier hinsetzen, mehr nicht. Dann müssten wir schon die Insel erweitern. Können wir auch machen. Wir können hier für mehr Leute sorgen. Die beiden können wir hier hinsetzen. Dann ziehen wir hier die Straßenverbindung rüber. Und zwar ab hier. Dann brauchen wir ein Lagerhaus um die Ecke. Mangelt an Arbeitskraft. Das geht eher. Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor dem Magier. Wirst schon sehen. Ich nicht. Ich leider nicht, Willi. Tut mir leid. Ich nicht. Genau, immer schön nachtreten. Ja, das macht Spaß. Hätte ich mal jemand, der mich versteht. Danke, Willi. Ich fühle mich so verstanden. Ganz sympathischer Zeitgenosse. So, das sind die Perlen. Jetzt haben wir die Arbeitskraft nur noch bei plus 10. Das heißt, wir müssen den Ort leicht vergrößern. Sonst läuft hier nichts mehr, leider. Und jetzt checken wir als erstes, ob die Leute genug von allem haben. Rum ist nur Zufriedenheit, das ist egal. Aber das müsste Ponchos und gebackene Bananen. Das ist die Versorgung der Basisbürger. Ponchos reicht locker, Bananen geht noch. Das heißt, wir können die Insel problemlos ausbauen. Das ist ein Stadtteil. Das ist der Markt. Hospital. Boxkampfarena. Feuerwehr. Und ich finde, wir können hier noch ausbauen. In die Ecke rüber. Hier rüber. Da gehen wir hin. Pflaster auch die schönen Bäume. Die werden alle gleich wegkommen. Ein letzter Blick auf die Bäume, bevor wir die alle fällen, Leute. Diese Urwaldriesen, die werden gleich fallen. Warum? Damit unsere Touris drüben in der alten Welt immer genug Perlen bekommen. Dabei werden wir diese Urwaldgiganten abreißen, niederbrennen, fällen, zerstören. Das wäre im Real Life ultra peinlich, sage ich ganz offen. Also der neue Stadtteil entsteht hier. Raufbauen. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Bleibt mein alter Karren stecken. Arbeitskraft steigt schon leicht an. Das ist die Versorgung mit dem Marktplatz. Scheint zu klappen. Das ist Hospital. Oben bleibt es grün. Das ist die Boxkampfarena, die wir nicht brauchen. Das ist die Feuerwehr. Ich werde da noch bauen können und wir haben sogar ein Polizeirevier. Damit die Leute nicht aufmucken, wenn sie in den Perlenfarmen arbeiten dürfen. Versorgung haben mit einem. Das ist der Markt. Knapp. Knapp aber geht. Wir können auch die Straßen ein bisschen ausbauen. Etwas bessere Straßen, dann reicht die Versorgung länger.
Einmal in alle Richtungen ein bisschen ausbauen. Das erhöht die Reichweite der Versorgungsgebäude. Das ist der Marktplatz. Hier bilde ich mal ein, das ist jetzt schon etwas dunkelgrüner. Das ist das Hospital. Das ist die Wertekirche, die Kapelle. Geht so. Hier oben kann man noch ausbauen. Da kann man noch problemlos weiter Leute unterbringen. Versorgung reicht. Ja, komm. Mit ein bisschen guten Willen. Notfalls den Gürtel mal ein bisschen enger schnallen. Das geht schon. Kann man machen. So, jetzt haben wir 110, 111 Arbeitskräfte. Wie ist die Versorgung der Leute mit dem Allernotwendigsten? Takatuka-Land, ja. Gebackene Bananen, okay. Ponchos auch noch. Haut hin. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier noch mehr. Die Waffenruhe wurde beendet. Noch mehr Perlenfarmen bauen. Einmal. Zweimal. Das war's. Mehr Arbeitskraft nicht da. Noch etwas Kultur. Auge spielt bekanntlich mit. Kirschbäume könnten wir sogar hier pflanzen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Einfach ein paar Palmen. Oh, hoppla, hier kann man gar nichts hinsetzen. Und die Perlen, die hier produziert werden, dafür können wir jetzt mehr rüberbringen. 84, 85 Arbeitskräfte. Wir können noch eine Perlenfarm hinsetzen. Oder wir... Ach, Leute, wir machen das anders. Wir machen das so wie beim letzten Mal auch. Ihr ahnt, was jetzt kommt, ne? Ich befürchte ja, ne? WB-Puzzle-Alarm. Wir probieren mal was aus. Also einen könnte man entweder so hier vorne hin oder die anderen halt hier dann so lang. Hier lang? Geht das? Ne. Einer hier lang, einer hier runter. Ist die Versorgung da? Ja, sehr schön. Die Versorgung da? Ja, ja. Der nicht. Den pausieren wir einfach. Dann ist das hier okay. Also jetzt reizt es mich doch für noch mehr zu sorgen. Aber im Prinzip 5, 6, das ist doch genug Perlen. Jetzt gehen wir nochmal in den Perlenabtransport von Takatuka aus. Wofür sind die Perlen? World of Loot, die sind für die Schmuckproduktion,
in Highland für unsere Touristen, wiederum in einer anderen Welt. Die werden quer durch die Gegend gekarrt. Wir gehen einmal rüber, hier vorne hin. Das ist die Perlenroute für die Touris. Und die läuft von Takatuka-Land aus nach Highland. Die machen wir jetzt mal komplett voll. Und die andere Perlenroute, hier die, die einen Teil der Perlen rüberbringt für die andere Produktion, das ist anscheinend zu viel. Wir nehmen mal eins raus und hoffen, dass uns das nicht um die Ohren knallt. Damit hier unten mehr übrig bleibt. Kann sein, dass es irgendwann ein Problem gibt allerdings. Mal schauen, wie es jetzt insgesamt aussieht. Auf allen Inseln Herstellung von Perlen. Bei, gut, dicker Überschuss. Damit kann man arbeiten. Jetzt werden die alle hingebracht, die Perlen hierhin, nach Highland. Werden hier entladen, an Bord gebracht und werden hier in der Goldschmiede verarbeitet. Wir hatten ein Schiff, glaube ich, rüber geschafft, das einmalig Perlen hinbrachte. Das muss hier irgendwo liegen. Jetzt haben wir mal einen Start. Einen guten Start. Und das wir beim nächsten Mal machen. Dass wir hier vorne weitermachen. Mit dem neuen Werk. Also hinter die Schmucksache mache ich mal einen Haken. Ich vermute, das haben wir jetzt geschafft und das sollte eigentlich klappen. Beim nächsten Mal würden wir dann hier die Chemiefabrik entpausieren, würden Salpeter hier hinbringen. Zucker, das heißt, wir müssten wahrscheinlich mehr Plantagen bauen in der neuen Welt für den Zucker. Zitrusfrüchte, ganz neu, Zitrusfrüchte, Baumschule bauen in der neuen Welt, in der Regenwaldzone. Und Salpeter können wir vor Ort... Gewinnen wir mal Salpeter aus dem Markt, aus dem Meer, glaube ich, ne? Ehefrau eines Ingenieurs. Offenbar muss ich für die halbe Anerkennung doppelt so hart arbeiten. Salpeter gewinnt man für die Kanonen und die Kanonen wiederum stellt man her. Wie war das nochmal? Material. Das sind die dicken Kanonen, die brauchen Salpeter und Salpeter fehlende Fruchtbarkeit. Ist, glaube ich, am Meer, aber ja, gucken, wo wir Salpeter haben. Kann man hier in Dingenskirchen. Hier können wir das Salpeter herstellen. Brauchen wir auch nur ein paar Arbeitskräfte für. Den können wir das Salpeter hier hinbringen. Und Zucker. Und die andere Geschichte holen wir uns aus der neuen Welt. Vielleicht finden wir da eine Insel, wo wir sowohl Zucker herstellen können, als auch die Zitrusfrüchte neu. Das Ganze bringen wir dann rüber hierhin in unsere Touristenmetropole auf die Insel Dorfromantik. Wo die Leute mittlerweile auch nach Limonade gieren. Genau, Limonade ist mittlerweile als Bedürfnis hier freigeschaltet. Auch wenn ich damit alleine bin. Das heißt, hier Limonade hinbringen, erhöht die Zufriedenheit und damit auch, dass die Bedürfnisse hier besser werden und dann kommen ja noch mehr Touristen hin. Und wir können mittlerweile auch eine Bar bauen. Immer mehr Möglichkeiten hier. Bars und Limonade, das wäre dann ein Schritt danach. Das können wir niemals machen, Palast und Weltausstellung auf der Insel. Aber wir können... danach werden die Souvenirs freigeschaltet. Das ist doch cool. Das heißt, die Reihenfolge am nächsten Mal wird sein Schritt Nummer 1. Eine Limonade, da sind alle zufriedener. Dann ist die Bedürfnisbefriedigung auch da, hier. Zweiter Schritt dann vor Ort hier Bar bauen und gucken, was man da an Rezepten einstellen kann, was wir dafür fertigen. Schritt Nummer 3 dann... Ist ja vor Ort unmittelbar danach die Souvenirs freischalten und dann nochmal Bedürfnisbefriedigung hier betreiben. Und vielleicht nochmal ein paar Hotels bauen. Ganz, ganz viel, was wir hier erleben können, Schritt für Schritt.
Was wir zum Abschluss machen, ist natürlich ein Blick auf die schöne Welt hier. Wir haben so viel hier ausgebaut. Vor allem haben wir hier vorne... Oh, wir müssen einmal den Inselanteil zurückkaufen. Entschuldigt bitte. Das geht ja gar nicht. Hier unten. Wir können hier in Dorfromantik mal einen Blick werfen auf den neuen Aussichtspunkt, den wir errichtet haben. Das hatten wir heute gemacht hier. Ich glaube, das kann man auch sich mal anschauen. Bei Nacht und Nebel. Oh ja. Oh, die Waffenruhe ja. Wurde beendet. Oh, aber hallo. Oh la la. Ein Luftschiff in diesem Augenblick geleitet heran. Man hat einen Scheinwerfer, der auf den Boden gerichtet ist. Bisweilen blendet uns Erleuchtung. Jetzt kommt der Leuchtturmkegel rüber und streicht über uns hinweg. Zwei neue Hotels haben wir gebaut, Aussichtstürme. Fertige neue Güter haben das Busnetz erweitert heute. Und haben trotzdem, sind wir in unserem Tempo geblieben. Und haben nicht auf die Tube gedrückt oder gesagt, wir wollen ganz schnell schon mal alles sehen, egal wie schön es aussieht, der Weg dahin. Wir haben den Weg dahin, den schätzen wir immer noch mehr als das Resultat. Herz allerliebst, meint ein gewisser Brudak von Levin. Und glaube, Captain Kieberfox gefällt es auch ganz gut. Ja, ich find's sehr, sehr schön. Mhm. Sehr, sehr hübsch.